So. Es wird ja auch langsam dunkel, ne? Man kann nicht irgendwas an der Grafik ändern oder so ein Scheiß. The fuck? So. Da haben wir alles mit Natur drin, also Kirschen. Da haben wir Eier und Hilfsmittel. Okay, ihr Hier seid haben nur wir Rehe. Fleisch. Ihr seid nur Rehe. Alter, was habe ich alles an Viecher erlegt? So. Lauf. Oh. So. Oh, stopp, stopp, stopp. Was denn? Oh, bitte sei nicht runtergefallen. Nein! Ich glaube, ich hatte gerade einen Adler entdeckt gehabt. Der ist runtergefallen. Wirklich? Ich höre hier schon wieder was auf Stein laufen. Ach, ein Fuchs, der da. Nee, da gehe ich nicht runter. Ich weiß, Adler ist wichtig oder so, aber das ist Selbstmord, wenn ich da jetzt runterschlitter. So, ich brauche Holz. Nägel, Mist, Blätter und kleine Steine. Mist, das werde ich auch brauchen. Eule! Das. Holz werde ich zum Upgraden brauchen. Nägel. Oh, wie macht man denn kleine Steine? Kann man die irgendwie herstellen? Nee, sammeln. Man kann die nicht herstellen, gar nicht. Mann. Denn sonst alles für einen Bauernhof. Ja, ich brauche nur 40 kleine Steine. Da komm her, Fuchs, Wolf, ich hab mein Lichtschwert. Da, aua. Sagt er und kriegte von dem Wolf auf die Fresse. Ich fliege. Wieso fliegst du? Ich bin gerade irgendwie den Stein runtergegangen, also den kleinen Berg hier, und fliege. Ich berühre den Stein unter meinen Füßen nicht. Okay. He's freaking God.
Wildschwein! Hallo Täubchen? Lebensmüde Taube? Der hat sich direkt vor meiner Schnauze hingelegt und ja, ist liegen geblieben. Wo ist mein Pfeil? So, Jagen erinnert mich auch ein bisschen an Red Dead Redemption 2, wo auch davon abhängig ist, was du benutzt, um diese Tiere zu töten. Benutzt du einen Pfeil, kriegst du dann Fleisch und irgendwie Haut mit guter Qualität oder super Qualität. Benutzt du Schusswaffen, ist die Qualität minder. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Mhm. Ja, das war eine schlechte Idee. Der fliegt zu schnell für einen Adler. Hast du kleine Steinchen? Blinde. So, endlich wieder zu Hause. Endlich wieder daheim. Piep, piep, piep. So, ich habe 24 mal Saat. Das ist gut. Dann kannst du jetzt, wenn du aus der Saat komplett Bauernhöfe haben willst, ganz viele kleine Steine sammeln. Ich räume jetzt erstmal meine Tasche hier. Dann habe ich ja auch. Nee, gar. Holy fuck. Korrigiere, ich habe 49 Saat. Das teilt, ja, das teilt sich in 24 Stacks nur auf. Ja, viel Spaß damit, ne? Und den Bauernhöfen. Also einfach, ich baue 10 Bauernhöfe und wenn 10 Bauernhöfe nicht reichen, dann musst du mir die Steine sammeln. Und die Truhe ist Dings voll. Müssen sie upgraden? Na nü? Hier lag ein toter Spatz herum. Der Fug. So, also die ganzen Tier-Einzelteile hier rein. Oh komm, ich kann deine Waffen sogar verbessern mittlerweile. Hab 2 Hirschköpfe. Cool. Noch irgendwas Tierisches? Noch kleine Steine. Ich habe 3 Hirschköpfe. Und ich finde immer noch so ein paar Sachen unterhalb. Ich habe da auch 2 Hirschköpfe gefunden. Rahmenknochen noch mit hier rein. Ich bin voll gearscht. Ich habe weder Muni für die die Armbrust noch Muni für meine Waffe. Wenn ja, ich jetzt irgendwas kommt, bin ich so gearscht. Ich muss meine Munition jetzt auch gerade mal wieder nachfüllen, ey. Das Blöde ist, ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel. Oh nein. Gut. Dann hier noch das Fleisch und die Eier rein. Man hat ja so einiges in Fleisch gesammelt. Dann vorne noch Tierdarm etc. Ja, ich habe für 4 was alles zusammen. Craft, Utility, Bauernhof, Build. So, dann mache ich mal aus dem Eisen, was wir hier haben. Dingsbums wieder mal. Eisenbarren.
So. Boah, 36 mal Eisenbarren wieder. Sehr gut. Nase juckt. Sei nicht so lauter draußen, ich höre dich. Nun, für die letzte brauche ich kleine Steinchen. Irgendwie sammeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dass wir unsere Truhen auch immer verprügeln müssen, ey. Du bist schlimm. Die arme Truhe. Nie nur ich. Du genauso. Ich verprügle unsere Truhe nicht. Ja. Okay, 4 Nägel, 2 Seile, und dann Plastik. Nee, wir haben mal wieder keine Nägel. Die habe ich bei mir. Nee, dann brauche ich jetzt noch ein paar. Ich sollte doch Bauernhöfe bauen. Kann ich nicht ohne Plastik. Nägel. Ach, du Was fehlt stinkst. mir? Oh, mir fehlen Samen. Hast du gerade was gesagt? Stinkst. Alter, Bitch, komm her. Wo bist du? So. Was ist die Truhe? Oh ja, das war die Truhe. Ma'am, komm, danke. So. Wo sind die Blätter? Die konnte ich in die Natur-Truhe noch nicht reinpacken, die jetzt drin sind. Weil die zu Die klein sind war. sofort los. Jetzt wird schon wieder geschossen. Ich war's nicht, ich schwör's. So, was brauche ich zum Upgraden? Hier herrscht schon wieder der totale Krieg. Sag ich, wie schießt der denn? Was kommt denn da? Kann das ein Zombie sein, der ein bisschen zu schnell ist? Oder zu schnell Nope. gewesen ist? Upgrade, ich brauche Nägel. Davon habe ich jetzt gerade massiv viele. Oh, die Balliste braucht wieder Munition. So, und du? Ja, komm, dich füll dich auch wieder nach. Sag mal. Ernsthaft? Ja. So, das Katapult ist wieder nachgeladen. LOL. Was denn? Der Rabe ist auf ein Gestein gefallen, auf das Gestein gefallen. Hat ein bisschen gezappelt und wusch, flog nach links. Miau. Du solltest hier nicht mehr so viel Fleisch aufhängen, dann würden wahrscheinlich auch nicht so viele Dings kommen. Zombies. Naja, wir müssen Fleisch aufhängen. Upgraded Ballistenbolzen. Bearbeiteter Baumstamm und ein Stück Eisen. Ich glaube, das dürfte möglich sein bei fast 100 Dingern, fast 100 Baumdingern. Ja. So, nämlich noch die Eisenstücke. Dann brauche ich mal bearbeitete Ballisten. Upgradeter. Ah ja, ich muss also die Baustimme erstmal bearbeiten. Erstmal zum Essen ausführen und dann hart bearbeiten. Ist ja nicht so, als wenn unser Bauernhof mitten in Vogelding stehen würde, aber okay. Oh, ich brauche mehr kleines Eisen.
Seil. Äste. Stämme, Holzbretter. Wir brauchen wieder Stücke Eisen. Seile sind da falsch. Seile kommen da rein. Achso, ja, apropos hier. Blätter rein. Das ist die. Achso. Nee, das ist die falsche Truhe für Blätter. So. Hier war Liste. Einmal bearbeitete. Müssten ja, glaube ich, mehr Schaden machen, ne? Als die normalen Bolzen. So, und die packe ich jetzt hier auch oben in die Truhe rein. So. Feuer! Piu. So. Der noch geladen hier? Ich leg dir mal meine Waffen hier rein. Brauche ich eh nicht bei mir. Guten Tag. Ja, ich bin dabei. Da. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwo Eisen finde. Kleines Eisen. Digga! Ich habe gerade erst das Saatgut weggelegt, ey. Ja, wir haben noch ein kleines Eisen, ein Stück Eisen hier in der Truhe. Wir brauchen mehr. Ich bin dabei. Los. Hier hat's miniert. So. Hirschknochen war das. Hirschknochen, Repel. Oh, weißt du, was mich die ganze Zeit ankotzt? Deine Nase hochziehen? Ja, doch. Taumknochen, nee. Taubenfedern. Meine ist. Ach, das brauchen wir auch alles noch. Fegt euch noch die Erde. Oh Mann, oh. So. Und die Ruhe. So, das Lichtschwert. Adlerknochen. Wolfsknochen, Wolfspelz und Kupferbarren. Na, wie gut, dass man gerade Dings besorgt hat. Kupferbarren. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hallo, Wolfsknochen. Da. Ja, 6 Kupfer habe ich ja mitgebracht. Die bauen wir mal kurz um zu Kupferbarren. Sehr schön. Und damit verstärken wir dann das Lichtschwert und die Hallo Spatz. Gut. Jetzt kann ich nur noch dein Lichtschwert auf Stufe 7 machen, weil Schweinehaut fehlt. Also gehen wir mal kurz in eine Kneipe zum Frühstocken. Für Schweinehaut. Wo ist deine Ruhe denn jetzt da? Eine Ruhe. So, Lichtschwert Level 7, Ruhe Level 6. Und meine Armbrust? Wieso sind wir so Ruhe oder noch das gleiche Level eben? So, jetzt mal einen Kaffee trinken. Der wird langsam kalt. Mal gucken, was denn so was für billig Schokolade hier an diesen
Erotik-Herrenkalender drin ist. Okay. So eine. Och Gottchen. Und wenn du dir das Türchen öffnest und nimmst die Schokolade raus, hast du nochmal so ein nettes Bizeps-Bild dort. Mensch, die Damen. Ich hasse es, wenn die Nase läuft, weißt du das? Dann schnaub mal. Oh Scheiße, ich krieg Schaden. Ja, so in etwa. Moment. Wir kriegen so nichts packen. Wir haben ja noch 2 Stunden noch. Was? Oh. Ein Wildschwein in die Falle gegangen. Wie gut, dass Schweine von Fleisch angezogen werden. Da ist auch Saatgut drin. Wer kennt es nicht, die fleischfressenden Schweine? Du kannst rein theoretisch einem Schwein auch eine Menschenleiche vorlegen. Würden sie komplett zerlegen. Davon würde nicht viel übrig bleiben. Und dann weiß ich ja, wo ich meine Nachbarn hinbringe. Ich glaube, ich werde einmal gleich nochmal neu starten, das Spiel bei mir. Wieso? Weil ich hier gerade mega die das Daumenkino habe. Könnte ich eigentlich jetzt mal machen, bevor die Zombies kommen. Moment!